Es gibt doch nichts Schöneres als wie selbst gepflückte Erdbeeren. Frisch, saftig. Hier hole ich mir jedes Jahr meine Erdbeeren. Und da gibt es schönen Kuchen, schöne Marmelade, schönes Dessert. Und zum Gleichessen sind sie sowieso geeignet. Ganz frisch, saftig und aromatisch sind diese Erdbeeren hier. Und naschen ist erlaubt. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich hierher gehen kann, meine Erdbeeren holen. Und günstig sind sie auch noch gegenüber den Preisen in der Kaufhalle. Es ist alles schön sauber ausgelegt. Hier liegt Stroh. Man bekommt keine schmutzigen Schuhe. Es sind keine Schnecken dran, die die Erdbeeren wegfressen durch das Trockene. Und eine Bewässerungsanlage ist hier auch angebracht. Die ist unterirdisch, die sieht man gar nicht. Also alles ganz perfekt. Und das schon über Jahrzehnte. Also gehen wir mal und pflücken unser Körbchen mit Erdbeeren voll. Kilo. Dankeschön. Danke auch. 1,4 Kilo kosten. Das Kilo kostet 3,20. 3,20. Das wäre dann 1,60 €. Je mehr man pflückt, je billiger wird. Ja, das stimmt. Je mehr man pflückt, desto billiger wird es. Genau. Ja, das stimmt. Aber ich brauche heute nicht so viel. Ja. Wieder zu Hause angekommen. Für das Rezept, was ich euch heute zeigen möchte, reicht dieses kleine Körbchen Erdbeeren. Das alles brauchen wir für die Zubereitung unseres Erdbeertraums mit Vanilleschokolade. Klingt gut, ne? Ja, das wäre einmal unsere frisch gepflückten Erdbeeren vom Feld. Das wäre Schlagsahne, Vanilleschote, Zitrone, Zucker und weiße Schokolade. Und für das Gelieren der Erdbeerkonfitüre, das ist ganz euch überlassen, wie ihr das macht. Wenn ihr Gelierzucker nehmt, 2:1, dann wird die ganze Sache ziemlich süß. Denn die Schokolade ist ja schon süß und daran kann man ja nichts ändern. Also sparen wir uns den Gelierzucker ein, aber wie gesagt, wer es ganz süß möchte, und nichts anderes vielleicht kennt als wie Gelierzucker, kann es trotzdem nehmen. Dem steht nichts im Wege. Aber man kann auch noch Alternativen wählen. Zum Beispiel Confitura, das ist eine Gelierhilfe ohne Zucker. Da kann man so einen Esslöffel Rohrohrzucker dazu machen zu den Erdbeeren und dann zum Gelieren die Confitura nehmen. Das gleiche gilt auch für Agar-Agar. Das ist auch ohne Zucker. Genauso zu handhaben wie Confitura. Viele nehmen auch noch Pektin. Und das ist genau das gleiche, ein Geliermittel, wo man keinen Zucker braucht. Also wie gesagt, das bleibt euch überlassen, wie ihr die Konfitüre geliert. Aber gelieren muss sie, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Jetzt fangen wir mal an mit den Erdbeeren, dass wir sie mal waschen. Und wie ja viele wissen, die Erdbeeren, die werden mit dem Grün gewaschen, weil sie innen hohl ist und ansonsten, wenn man vorher das Grün wegmachen würde, Wasser hineinlaufen würde. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt wird das Grün entfernt. Und ich schneide mir sie gleich in der Hand in Viertel. Und die ganz großen, die teile ich dann in der Mitte nochmal, also dann in Achtel. Denn ich möchte die Erdbeeren nicht klein pürieren. Ich möchte sie ziemlich grob in meine Konfitüre haben. Ich entscheide mich heute für Konfitura.
Aber wie gesagt, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich füge ganz wenig Zucker dazu. Gerade so viel, dass es nur etwas süß ist. Man kann ihn auch ganz weglassen. Und weil ich ein Fan von Zitronensäure bin, weil es ist auch ein gewisses Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker. Bei mir gibt es immer etwas Zitronensäure mit in die Konfitüre oder Marmelade. Dazu kommt natürlich jetzt gleich auch noch der Abrieb der Bio-Zitrone und anschließend der Saft der halben Zitrone. Das ist für den guten Geschmack. Nun das Geliermittel dazu. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren aufkochen und wie gewohnt 5 Minuten köcheln lassen. Eine Gelierprobe auf einem eisgekühlten Teller sollte gemacht werden. Ich fülle in sterile kleinere Gläser, reichlich zur Hälfte bis 2/3. Nun lasse ich die Gläser offen stehen, damit sie etwas abkühlen können. Es ist keine Konserve, das muss ich hier deutlich sagen. Und deshalb könnt ihr auch andere Gläser als Twist aufnehmen. Vorschlagen kann ich euch die schönen Bechergläser mit Klarsichtdeckel von Steffis Gläser- und Flaschenfirma. 65 ml oder auch 150 ml. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Nun breche ich die weiße Schokolade in einzelne Segmente. Ihr könnt die Sorte nach eurem Geschmack selbst wählen. Dann die angegebene Menge flüssige Sahne dazu und unter ständigem Rühren die Schokolade im Wasserbad zum Schmelzen bringen. Für ca. 20 Minuten kommt die heiße Schokoladenmasse jetzt in den Kühlschrank. Das Mark einer ganzen Vanilleschote kratze ich nun mit dem Messerrücken heraus, nachdem ich sie längst halbiert habe. Das brauchen wir für unsere Schokolade. Und mit dem Handrührgerät für 3 Minuten aufschlagen. Die anfänglich gelbliche Farbe der Schokolade ist jetzt in einem fast weiß umgewandelt und die Konsistenz ist schön cremig. Die Vanilleschote-Schale, die schneide ich mir jetzt klein und lege sie in meinen Rohrohrzucker hinein. Die Oberfläche ist schon schön fest geworden. Die Schokolade ist fast kalt, also können wir die beiden Sachen jetzt vereinen. Glasränder noch ein bisschen schön sauber machen. Das süß-säuerliche von der Erdbeere, wirklich mit wenig Zucker. Und das ganz Süße von der Schokolade, das harmoniert wunderbar zusammen. Also die es bisher gekostet haben, die waren total begeistert. Ich würde euch raten, probiert's mal aus. Und wem es schmeckt, der schreibt mir das vielleicht mal auch unten in die Kommentare. Da würde ich mich auch mal drüber freuen. Fertig ist sie, die Liebelei von Erdbeere und Schokolade. Aber bitte denkt dran, es ist keine Konserve. Wer mit Geliermittel 2:1 arbeitet, der kann sie länger aufbewahren, ungefähr 4 Wochen im Kühlschrank. Wer aber mit Confitura, Agar-Agar oder Pektin arbeitet, also mit wenig Zucker, der, würde ich sagen, kann sie nur 1 Woche bis höchstens 2 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Aber bitte immer kontrollieren, damit nichts schimmelt. Am besten ist es gleich verbrauchen. Die ist so lecker, die hält eigentlich gar nicht lange im Kühlschrank. Und in diesem Sinne sage ich wie immer eine gute Zeit, viel Spaß beim Nachkochen und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty. Thank you.